Heute ist Stefan Allraum hier. Er arbeitet an der TU Darmstadt im Energiemanagement und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema der Energiewende. Stefan, seit der Energiekrise treibt ja die Politik die Energiewende sehr beschleunigt voran. Was macht denn die TU Darmstadt, um die Energiewende voranzubringen? Mit dem Ziel einer CO2-neutralen Energieversorgung werden wir uns von der derzeitigen gasbasierten Energieerzeugung verabschieden müssen. Was ist denn dafür notwendig? Zum einen müssen wir unseren Energiebedarf, soweit es geht, reduzieren. Und zum anderen müssen wir unsere Wärme- und Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umstellen. Was unternimmt denn die TU Darmstadt, um die Energiewende voranzubringen? Um den Energiebedarf zu reduzieren, werden schon Maßnahmen umgesetzt, um zum Beispiel die Heizungs- und Belüftungsanlagen bedarfsgerecht zu optimieren. Ein zweiter großer Schritt ist die Sanierung unserer Gebäude. Hierzu wird zurzeit schon ein Gebäudesanierungsplan erstellt. Im Strombereich werden in den nächsten 2 Jahren Photovoltaikanlagen installiert, die dann in der Zukunft ca. 6% unseres Strombedarfs erzeugen werden. Und im Wärmebereich arbeiten wir zurzeit an einem Wärmetransformationsplan. Was beinhaltet denn die Wärmetransformation? Um erneuerbare Energien effizient in unserem Wärmenetz nutzen zu können, müssen wir zum einen unsere Wärmenetztemperatur absenken und zum anderen die Heizungssysteme in den Gebäuden anpassen. Mit der Elektrifizierung von unserer Wärmeerzeuger wird unser Strombedarf steigen. Unsere derzeitigen Stromnetze sind noch nicht dafür ausgelegt. Deswegen müssen wir in der Zukunft unsere Energieversorgungsstruktur umfassend ertüchtigen. Das klingt ja nach einigen Herausforderungen. Die größte Herausforderung ist, unseren variierenden Energiebedarf in Einklang zu bringen mit der Verfügbarkeit von den erneuerbaren Energien. Hierzu müssen wir sehr unterschiedliche Anlagentechnologien intelligent in unsere Energieinfrastruktur integrieren. Im Rahmen des NF Campus Forschungsprojektes werden diese komplexen Zusammenhänge an der TU Darmstadt in einem Reallabor erprobt. Wie siehst du denn die Erfolgschancen für die Energiewende an der TU Darmstadt? Mit der Energiewende kommen sehr große Herausforderungen auf uns zu. Doch ich bin davon überzeugt, dass wir als Technische Universität mit unserer exzellenten Wissenschaft, unserer Innovationskraft und Offenheit für Veränderungen die Energiewende schaffen. Stefan, vielen Dank für die Ausführungen zur Energiewende an der TU Darmstadt. Gerne geschehen. Und wir sehen, es gibt einige Herausforderungen, aber gemeinsam kriegen wir das hin.